Hallo zusammen, Maya3607 hier. Und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe Schon gelesen oder suppt es noch? Diesmal geht es um den Mai 2017. Letztes Jahr sind im Mai insgesamt nur vier Bücher bei mir eingezogen. Da war ich sehr, sehr brav beim Bücherkaufen. Da haben wir zum einen Bretonische Brandung von Jean-Luc Banalet. Zweiter Fall für Kommissar Dupin. Ich habe es noch nicht gelesen, aber diese Reihe um Kommissar Dupin möchte ich dieses Jahr unbedingt mal anfangen. Ich habe schon drei Bücher von der Reihe im Regal. Die kommen jetzt bald mal dran. Dann ist letztes Jahr bei mir Bruno Chef de Police eingezogen. Habe ich auch schon gelesen, war jetzt aber leider nicht mein Fall. Ich habe es auch schon wieder verkauft mittlerweile. Genau wie das Buch Ein Jahr in Wien. Das habe ich auch gelesen. Es war quasi zur Einstimmung auf meinen Wien-Urlaub letztes Jahr gedacht, dieses Buch. Eine ganz nette Lektüre, wie ich finde. Und das letzte Buch, das letztes Jahr im Mai bei mir eingezogen ist, Provinzialisches Feuer von Sophie Bonnet. Der vierte Fall für Pierre Durand. Den habe ich auch schon gelesen und euch auch rezensiert letztes Jahr. Hat mir gut gefallen. Da kommt jetzt dann in den nächsten Tagen der neue Fall für Pierre Durand raus, der fünfte. Da freue ich mich total drauf. Ich möchte jetzt unbedingt wieder nach Saint-Valery zurückkehren. Einen kleinen Ort in der Provence. Das war's jetzt also. Schon gelesen oder suppt es noch? Ich hoffe, ihr seid dann auch bei der nächsten Ausgabe zum Thema Juni 2017 wieder mit dabei. Also bis dann, Maya3607.